Ja, in den letzten Monaten waren wir natürlich sehr aktiv. Wir haben vor allem unseren Antikörpertest ausgebaut. Den gibt es jetzt schon in verschiedenen Versionen. Er hat auch einen Namen, Apcora. Und worauf wir fokussiert haben, ist, dass wir ihn so sensitiv und spezifisch wie möglich machen, aber auch, dass wir ihn ausbauen, dass er nicht nur das SARS-CoV-2-Virus messen kann, die Antikörperantwort dazu, sondern auch die Antikörperantwort zu den zirkulierenden Coronaviren, die wir schon lange kennen. Und wir haben den Test dann jetzt angewandt in einer Studie zusammen mit Milo Buchan. Er hat ja eine Studie, die auch durch den Pandemiefonds mitfinanziert wird. Und das hat sehr spannende Ergebnisse gegeben. Wir haben gesehen, dass hier in Zürich die Infektionsrate aufgrund der Antikörperantworten bei Kindern ungefähr so hoch ist wie bei Erwachsenen. Und das zeigt, dass es eine sehr große Dunkelziffer gibt bei infizierten Kindern, die nicht entdeckt wurden, weil die Krankheit bei ihnen so mild verlaufen ist. Und im Speichel hat uns immer mehr begonnen zu interessieren. Speichel ist ja, können wir ja sehr leicht abnehmen, also da ist ja kein Problem in der Abnahme, wie zum Beispiel, wenn man Serum, Blut entnehmen muss oder eben auch beim Nasenabstrich für den Virusnachweis. Und jetzt haben wir gesehen, dass im Speichel Virus sehr gut nachgewiesen werden kann und da sind wir jetzt am Ausbauen, dass es eine Testmöglichkeit gibt, dass man selbst Speichel abnehmen kann, einsenden kann, dass man quasi Home Collection Kits hat, um den Virusnachweis zu ermöglichen. Und wir hoffen uns besonders, dass das auch Erleichterung bringt für Teststationen, zum Beispiel auch für Schulen. Wir sind momentan daran, dieses Home-Kit zusammenzustellen und in einer Testphase zu evaluieren. Und diese Testphase läuft bereits. Wenn die Studie abgeschlossen ist, werden diese Daten dem BAG vorgelegt und dann wird das BAG entscheiden, wenn Speichel als Abnahmematerial zugelassen wird und dann kann man das in den verschiedensten Szenarien einsetzen. Aber die Studie läuft eben jetzt. Ob eine schon durchgemachte SARS-CoV-2-Infektion vor einer erneuten Infektion schützt und inwieweit sie schützt, das weiß man leider noch nicht so genau. Also ich hoffe es sehr, dass es einen gewissen Schutz gibt und dass bis zu einem gewissen Grad können wir uns da auch sicher sein. Es baut sich ja eine Immunantwort auf, wenn man eine Infektion gehabt hat. Wie lange die vor einer erneuten Infektion schützt, das können wir nach so einer kurzen Zeit, in der das Virus uns infiziert, natürlich noch nicht sagen. Also das braucht Jahre, bis man genauere Zahlen hat und Erfahrungen hat. Also es gibt wenige Fälle, die bereits beschrieben wurden, wo es sich gezeigt hat, dass eine Zweitinfektion stattgefunden hat. Da warten wir natürlich noch, sind das jetzt ganz seltene Fälle, wie häufig kommt das vor, also das werden uns die nächsten Monate eben zeigen. Also wenn Personen der ersten Welle jetzt in der zweiten Welle wieder infiziert werden. Hier in der Schweiz ist mir so ein Fall nicht bekannt. Wir haben bei uns etwas Spannendes gesehen, da dachte man, es ist so eine neue Infektion. Und dann hat sich herausgestellt, dass 2 Monate nach der Infektion oder fast sogar 3 Monate nach der Infektion immer noch das alte Virus präsent war. Die Person war gesund, aber das Virus war nach wie vor da und nachweisbar. Ich erwarte mir von den Impfstoffen, die wir in den nächsten Monaten, halben Jahr, je nachdem, sehen werden, dass sie verfügbar werden, dass sie zum ersten einmal sicher sind. Das ist ganz wesentlich, dass jetzt nichts vorschnell auf den Markt kommt, das nicht sicher ist. Und dass diese Impfstoffe dann neutralisierende Antikörper hervorrufen, die uns schützen und dass diese Antikörperantwort zumindest 8 Monate bis ein Jahr anhält. Also dass man dann einmal im Jahr nachimpfen, denke ich mir, ist in dieser Anfangsphase tragbar. Das machen wir ja auch beim Influenza-Impfstoff so einmal im Jahr nachimpfen. Und wenn wir hoffen, dass das Virus nach dieser zweiten Welle dann hoffentlich eine Saisonalität gewinnt, dass es uns nicht das ganze Jahr immer beschäftigt, das wäre sehr gut. So, jetzt Ende Oktober ist unsere Forschung in eine sehr heiße Phase getreten. Also wir haben jetzt sehr viele der
Grundlagen uns erarbeitet und wir können jetzt wirklich im Vollen forschen. Und es gibt eine Reihe von Problemen, die wir angehen wollen. Also das eine ist die Cross-Reaktivität der Antikörper des neuen SARS-CoV-2-Virus mit den vorhandenen Coronaviren. Und da gibt es eine substanzielle Cross-Reaktivität. Die muss nichts bedeuten, die könnte aber doch etwas bedeuten und kann sie einen gewissen Schutz geben. Oder ist sie sogar hinderlich, dass sich gute Antikörper gegen das neue Virus ausbauen? Also das kann einen positiven oder einen negativen Effekt haben. Und das möchten wir gerne verstehen. Und da haben wir jetzt die Chance, auf Proben einer großen Biobank zurückzugreifen, der schweizerischen HIV. Studienkohorte und die kurz SHCS. Und die SHCS ist fantastisch für uns. Wir können vergleichen, was war vor dem neuen Corona-Virus und wie sieht es jetzt aus. Und wir hoffen uns da gute Einblicke in die individuellen Antikörperantworten. Der Pandemiefonds der Universität Zürich hat einen großen Stellenwert für unsere Forschungsarbeit. Er hat uns sehr früh mitten in der Pandemie Beginn erlaubt, mit unserer Forschung zu beginnen. Die Mittel sind wirklich schnell und unbürokratisch zur Verfügung gestellt worden. Und das war speziell für uns wirklich fantastisch. Wir sind ja auch ein Diagnostikinstitut. Wir sind natürlich sehr hart getroffen worden von dieser ersten Pandemie, weil alle Mitarbeiter in der Diagnostik mithelfen mussten. Und so mit dem Pandemiefonds konnten wir unsere Forschung starten.